Hi, ich bin die Niki und ich freue mich, dass du zu 10 Minuten Mobilisation für deine Wirbelsäule dabei bist. Wir werden heute alle Übungen im Stehen machen, also bietet sich das natürlich auch wunderbar an für Homeoffice aktive Pausen oder natürlich als Warm-up für alle Rückentrainings oder auch sonstige Full-Body-Workouts. Falls du irgendwelche Einschränkungen hast, dann bitte, bitte pass auf dich auf. Mach jede Übung nur in deinem Tempo und so, wie sie dir gut tun. Und jetzt würde ich sagen, wir legen los. Wir starten natürlich mal wieder ohne Schuhe. Du darfst dich mal hüftschmal hinstellen, die Hände ganz locker an die Seite. Nimm mal die Schulter hoch und tief. Richtig schön auf und ab. Wir werden jetzt erstmal den Nacken ein bisschen warm machen und durchbewegen. Schau mal, dass du bei jedem Mal tief ziehen, deine Schulterblätter Richtung Pobacken schiebst. Jedes Mal ganz tief. Nimm die Fingerspitzen Richtung Kniekehle. Und dann mal richtig schön hoch zu den Ohren. Das, was wir nie machen dürfen. Und dann aber den Fokus auf tief schieben. Perfekt. Schau schon, dass du nicht im Hohlkreuz stehst, sondern richtig schön aufrecht. Versuch immer ein bisschen Spannung in den Bauch zu bringen, indem du deine Hüfte leicht vorkippst. Achtung, mal rechts und links im Wechsel. Mal rechts tief, links tief. Jetzt darf der Arm schon ein bisschen höher kommen. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Nimm mal deine Hände hinten zusammen. Öffne mal die Brust. Streck dich und komm mit den Armen nochmal tief. Brust rausstrecken und nochmal tief kommen. Richtig schön öffnen. Und wieder tief. Mal so hoch, wie du kannst. Bleib nochmal dabei. Richtig schön hoch. Schultern weit weg von den Ohren. Und auch hier nicht ins Hohlkreuz, sondern bleib mal fest in der Körpermitte. Nur deine Arme bewegen sich. Und dann bleib mal tief. Zieh die Arme ganz weit tief. Die Schultern weit weg von den Ohren. Und jetzt nimm mal den Kopf rechts und links Richtung Schulter mal. Ohr ablegen. Der knackt richtig bei mir. Knack, knack. Versuch richtig schön die Brust rauszuschieben und die Schulterblätter wieder hinten tief. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Und locker mal die Schultern zurückkreisen. Und so richtig schön nach hinten, großer Kreis. Die letzten. Vier. Drei. Zwei. Und der letzte. Mal rechts und links. Richtig schön die Schulter hoch. Mach's langsam, wirklich langsam kontrolliert. Wichtig sind jetzt große Bewegungen. Also stell immer fest, dass du dich in der größtmöglichsten Amplitude bewegst. Du darfst mal gerne den Arm ein bisschen größer nach hinten kreisen. Und versuch mal die Schulter richtig schön auch hier in der ganzen Amplitude durchzubewegen. Richtig schön groß machen und wieder zurück. Groß und rück. Versuch mal aus der Brustwirbelsäule mitzugehen. Deine Hüfte bleibt aber fixiert. Wir machen noch zwei jede Seite. Und dann machen wir mal einen Unterschied. Wir nehmen mal die Hüfte mit. Komm mit der Hüfte mit und rotier dich. Und jetzt kommen wir natürlich viel weiter. Und auch da versuch dich mal so weit wie du kannst nach hinten zu bewegen. Achtung! Nimm mal deine Hüfte wieder vorne schön fix. Rotier mal aus dem Oberkörper rechts und links. Versuch deine Schulter zu rotieren und nicht nur deine Arme rechts und links zu schieben, sondern wirklich aus dem Oberkörper. Deine Hüfte bleibt fix. So, jetzt nehmen wir mal die Arme ein bisschen mit, rechts und links, den Ellenbogen jeweils nach hinten schieben. Versuch richtig weit zurück. Nimm mal jetzt wieder deine Hüfte mit. Achtung, rotier die Hüfte mit. Und du kannst gerne die Hände ineinander verschränken und dann mal richtig mit dem Ellenbogen zurück. Nimm die Hüfte wieder mit, wie gesagt. Und jetzt darfst du mal den Arm, der hinten ist, mal lang schieben. Lang. Die letzten. Vier. Drei.
2. Wir fixieren die Hüfte wieder. Probier mal weiter zu rotieren. Mit dem Arm lang nach hinten und schau gern dem Arm hinterher. Und die Hüfte und das Knie bleibt wieder ganz schön fest. Ab. Mal nur auf die rechte Seite. Komm mal nur auf rechts rotierend. Und öffne jetzt mal deinen Daumen nach oben. Du kannst auch den vorderen Arm mal nach vorne schieben. Und versuch die Hüfte wieder fix. Andere Seite, Seitenwechsel, los geht's. Richtig weit zurück rotieren. Wir machen noch 4 Stück. Noch 3. Noch 2 und der letzte. Nimm mal deine Hände in die Hüfte und schieb mal deine Hüfte von rechts nach links. Du darfst auch jetzt ein bisschen breiter stehen, wie du siehst. Jetzt kommen wir wieder ein bisschen tiefer. Jetzt haben wir ja schon ein bisschen die Brustwirbelsäule. Jetzt wollen wir in den Hüftbereich und aber auch noch Lendenwirbelsäule, Brustwirbelsäule mitbewegen. Das sieht vielleicht ein bisschen lustig aus, aber versuch jetzt mal richtig schön die Hüfte zur Seite. So, wir bleiben mal hier auf der Seite. Schieb mal deine linken Arme über Kopf und komm wieder zurück. Schieb deine Hüfte raus, deinen linken Arm über Kopf und wieder zurück. Nochmal lang und rück und lang. Und dann machen wir mal Seitenwechsel. Schieb die Hüfte raus und komm zurück. Hüfte raus und rück. Nochmal. Arm über Kopf und wieder zurück. Und schieb den Arm über Kopf. Und nochmal Seitenwechsel. Schieb dich richtig in die Banane. Vielleicht spürst du sogar auch hier eine kleine Dehnung. So, jetzt machen wir den Arm richtig lang. Und auch wenn du tief kommst, lang. Und nochmal Seitenwechsel. Mach dich groß in die Banane und komm wieder zurück. Die letzten 2. Und der letzte. Sodele. Versuch jetzt mal in diesem Stand mal die Hüfte vor, Bauch ist fest und ins Hohlkreuz. Hüfte vor, Becken richtig schön abkippen und wieder zurück. Hier rundrücken, Hohlkreuz. Rundrücken und Hohlkreuz. Wenn die Knie leicht angewinkelt sind, dann läuft es immer ein bisschen geschmeidiger. Das heißt also hier, schau, dass du dir ein bisschen Platz machst. Vor und rück und vor. Wir nehmen mal den Oberkörper mit. Mach dich rund und wieder ins Hohlkreuz. Rund und ins Hohlkreuz zurück. Noch 4. 3. Noch 2. Und einer noch. Jetzt nimmst du die Arme noch ein bisschen weiter mit nach hinten. Öffne dich mal. Mach dich rund und öffnen. Und nochmal rund, rund. Und öffnen. So, jetzt sind wir hier im Hohlkreuz, das wollen wir nicht mehr. Schieb mal die Hüfte vor, bist wieder ein bisschen satt in den Knien, Schultern weit weg und schieb dich mal von rechts nach links. Richtig schön rechts und links. Und zieh dich nochmal richtig lang. Schau, dass die Hüfte wieder fixiert ist. Die letzten 2 Stück und der letzte. Und dann darfst du mal richtig schön die Arme durchschwingen, mal locker lassen. Perfekt, die Füße zusammen. Wir kümmern uns noch ein bisschen um die Hüfte, weil auch für einen gesunden Rücken muss es hier in dem Bereich stimmen. Deswegen machen wir mal hier einfach nur das Bein vor und rück. Und das kannst du in deinem Tempo machen. Schau, dass du gerne dich auch festhältst, falls es zu wackelig wird. Und hier mal richtig schön vor und zurück. Jetzt probier mal, dass du hinten anwinkelst und vorne wegstreckst, hinten anwinkeln und jetzt nochmal die Hüfte nicht ins Hohlkreuz schnellen lässt, sondern hier mal die Hände auf Bauch und Rücken und dann versuch mal hier ein bisschen mehr zu fixieren, sodass du spürst, wenn du das Knie anwinkelst hier hinten, vielleicht sogar hier so eine kleine Spannung drauf kommt. Andere Seite, Kick, Kick, Kick. Hier wieder. Zum Glück ist meine Küche da. Konzentrieren
Körper vor und zurück schwingen. Noch 4, 3, 2 und lockern. Mal die Beine lockern, die Arme lockern. Perfekt. Letzte Übung. Dein rechtes Bein kommt mal nach hinten. Ich bin mal bei dir. Deine Hüfte kommt leicht vor. Schau wieder, dass du nicht im Ruhekreuz stehst. Und jetzt push mal nur hier mit der Ferse tief und schieb deine Hüfte richtig rein. Wieder Ferse anheben und richtig rein. Dass du hier eine Spannung spürst in der Oberschenkelvorderseite. 2, 3 Stück noch. Knack, knack. Und dann kombinieren wir das mit einem schönen Schwung rechts und links auf die andere Seite. Und zwar einmal Seitenwechsel. Auch hier Hüfte vor, Ferse pumpt. Kannst auch gerne ein bisschen schneller, wenn du es raus hast, wie du die Hüfte fixierst. Und dann 3, 4 Bewegungen. Und einer noch. Und gut. Kinn auf die Brust, roll dich langsam ein. Bring ein bisschen Stretch in die Rückseite. Hier mal leicht reinfedern. Dann Knie beugen. Stück für Stück nach oben kommen. Oben nochmal Strecken lang machen. Letztes Mal nochmal einrollen. Kinn auf die Brust. Runde Rücken. Arme locker. Nacken entspannt. Und komm nochmal nach oben. Knie beugen. Blick auch mal Richtung Decke. So weit wie du kannst. Und dann schüttel dich aus. Mach dich locker. Perfekt. Beine ausschütteln. Arme ausschütteln. Du hast es jetzt geschafft für deine 10 Minuten. Sehr, sehr gerne, wie gesagt, pau das mal in deinen Alltag rein. Ansonsten danke ich dir fürs Mitmachen, für den Daumen hoch. Wäre ich dir mega dankbar, auch für einen Kommentar, ob dir das Ganze gut tut und ob du mehr davon möchtest. Bis zum nächsten Workout und bis dann. For the biggest, it's a comment.